Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei der Terra May. In der Secret World. Immer noch auf der Suche nach der Sendeposition. Wir müssen, glaube ich, hier auf die andere Seite. Nur in Sicherheit hier. Bei dem guten Vampirjäger. Und ja, das sind Vampire, die hier rumlungern. Sie sehen zwar sehr eigenartig aus. Ich finde, die Vampire haben sie nicht gut gemacht in der Secret World. Nee. Okay, ich nicht mehr. Man kann auch nicht hier den ganzen. Eine Mädchenvampire, wie sie im Fernsehen aussehen. Glitzern im Sonnenschein. Ja. Ein bisschen, ja genau, wenigstens Glitzern hat diese. Ja, aber ich finde, es geht gerade hier so. Ja, gut, ich habe dich ja auch mit. Warum bin ich denn jetzt befallen? Warum? Weil die diesen roten Schleier da machen. Ach, der heilt sich ja wieder dann. Ja. Ja, ich dachte so, mir, ich. Warte mal kurz. Ich habe mir nämlich gerade gedacht, ich habe hier noch so eine tolle Idee für einen. Okay, du schaffst das schon wirklich. Ja. Ziehen wir uns nochmal sichern und laden in die. Leiste rein, damit wir mehr mehr Sturmgewehrressourcen auf einmal produzieren. Du bist eigentlich ein Grund, warum du mit Pistole und Elementaren läufst. Was bringt denn die Pistole so viel für den Damage-Dealer? Gute Frage. Ich bin eigentlich mehr auf Elementar geskillt. Wir müssen weiter die Straße hoch. Mhm. Ich bin eigentlich mehr der Elementar-Typ. Aus anderen Spielen habe ich auch immer mehr mit Elementar zu tun gehabt. Und, oh, das war eine Punktlandung hier gerade. Wollte ja gerade naschen und dann Schuss in den Hinterkopf. Natürlich. Ja, Elementar geskillt? Ja, und das macht mir einfach Spaß. Weil da kannst du so viel, da hast du viele Effekte mit drin, ne? Und ja, Elementar ist eben, du hast Feuer, Wasser, Frost, weil habt ihr auch hin und wieder mal meinen Schneesturm gesehen. Oh, jetzt haben wir einen dicken. Ja, scheiße, was wollte ich jetzt gerade nicht machen? Oh, den kriegen wir schon. Oh, guck mal, wie er auf mich losgeht. Ja, verstehe ich nicht. Na gut, ich habe jetzt auch nur meine Kettenangriffe an. Nee, ich mach gar nicht so wenig Schaden. Ja, und die Pistole ist einfach nur noch so der letzte Schuss. Mein Damage Dealer läuft mit Blut, Magie und Elementarum. Also Elementar ist, glaube ich, für den Damage Dealer schon unverzichtbar. So ein bisschen. Schon sehr starke Schadenszauber sind, auch gerade mit diesem Hammer. So, die beiden noch und dann sind wir schon da, ne? Ja, da oben sind auch noch zwei. Ich glaube, mit Sturmgewehr kann man auch noch relativ viel Schaden raushauen. Definitiv. Also, was ich schon so gesehen habe, das ist nicht von schlechten Eltern. Ich bin auch schon am überlegen, ob ich vielleicht Sturmgewehr irgendwie mir eine Füllung mal mitmache, aber ich bin einfach. Ja? Was ich bei Pistole ganz angenehm finde, sind die vielen Reinigungseffekte, die man noch so passiv nebenbei reinziehen kannst, ne? Also die Drohne. Ja. Ja, und Unterstützung, sicheres Ziel. Für die ganze Gruppe. Definitiv. Und du hast halt auch direkt Zugriff auf Selbstheilung. Gut, das hast du bei Blut auch. Aber mehr als aktiv Skill, nicht so passiv, ne? Ja, aber bei Selbstheilung habe ich eigentlich mehr durch Blut und den Mix-Skill-Baum.
als wenn ich Pistole oder Elementar gehe. Aber lass mal mal. Was man bei Blut immer aufpassen muss, ist, dass man sich nicht selber umbringt. Das ist halt immer das Problem. Ja. So, und da hinten sehen wir schon meinen besten Freund aus diesem Spiel, den schwarzen Mann. Was ich ja gut finde, ist, dass man im... Es gibt ja eine Quest im Endgame. Also, was heißt nicht im Endgame, aber im... Na? Mich erwischt's wieder, ne? Weil du es ausgelöst hast. Aber was löst man denn hier aus? Ja, hier so ein versteckter kleiner Fallen, Tretfallen, wo du reinlaufen kannst. Keine Ahnung, ich kann es dir nicht so wirklich sagen, weil die erscheinen mal kurz und dann wieder nicht. Oh, das Licht geht aus. Ja, und wenn ihr jetzt einmal schon in Tokio gewesen seid, dann habt ihr jetzt extrem Angst. Aha. Aber ich Gott sei Dank noch nicht. Kleine Kinder mit Blinkeraugen, das können die schon. Ja, genau, was können die schon? Schon klar. Die können viel. Aber hier ist ein bisschen... Wissen. Ne, wo war ich gerade dran? Irgendwie hier im Late Game, da gibt's eine Quest, wo man so Bosse nochmal besiegen muss. Und da war ich schon sehr gut daran, dass der schwarze Mann da nicht nochmal war. Im Halloween Game? Nein, nein, beim in Tokio. Achso, das meinst du eher. Oh, Gegner. Ja. Es war so dunkel, dass ich sie gar nicht gesehen habe. Wenn wir jetzt den Dicken hier machen dürfen. Ja, mach du den Dicken, ich mach seine Ads. Oder die nicht. Nein, ich sehe. Gut. Ach, oh, jetzt verzieht er sich wieder, ja? Ja, jetzt gerade, wo ich Sturmgewehr-Ressourcen auf ihn aufgebaut hatte. Läuft. Die haben zwar alle Bock hier mich platt zu machen, aber keiner schafft es. Jetzt sind sie schon zu dritt. Irgendwo muss ein Rest sein. Da kommt noch ein Vierter. Oh. Ist das jetzt? Oh, noch geht's. Machen wir nicht genug Schaden, ich heile den Schaden die ganze Zeit. Aber irgendwann wird's doch viel. Ist doch schon vorbei. Ja. Jetzt habt ihr gar nichts davon gesehen, wie man den bösen Mann hier besiegt, weil das die ganze Zeit die Terror gemacht hat. Ja, der springt hier ab einem gewissen... man muss ein bisschen Schaden auf ihn machen und er springt dann durch die Räume. Diese Räume, die gibt's auch eine Quest für. Hier im Farmland, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt, aber dazu müsste ich hier auch rein und müsste dann, ich weiß gar nicht, Reaktoren. Ob es wirklich hier ist auch. Also es sieht genauso aus, aber ich glaube, das ist woanders. Meinst du im Schattenwald? Nee, aber ich glaube, der Eingang ist woanders. Kann ja auch sein, dass man andere Tunnelsysteme hierhin benutzt, das kann natürlich auch sein. Genau. So. Auf jeden Fall gibt es diese Räume da auch, ja. Ja. So, Computer. Und dann wieder mit uns quatschen. So. Quatsch mal mit mir, David. Hello? Yeah, Squeed again. Oh, you're still here? So, I guess you survived poking the hornet's nest, huh? I tell you, I'll never be able to sit comfortably around a radio again. It's gonna be TVs next, I swear. I already have reoccurring nightmares of Rod Serling shiving me in the shower while smiling and monologuing. Yeah, just smiling and monologuing, smiling and... okay, anyway. Radio waves.
Kind of a purgatory. Think about it. What's a ghost, huh? What's a ghost but an echo of a living person? Radio waves are all full of talking ghosts, flying off into the void, mumbling and repeating their follies in a loop forever. Hitler's still making his speeches in the void. The Shadow investigates evil in other solar systems. NASA keeps planning out how to send explorers into deep space, right? Right? But we already have. We keep pumping out ghost astronauts into the cosmos. Hitler and the Shadow will find the next inhabitable planet long before any of the living do. Our ambassadors, they'll just keep going. Inverse square law means they'll get quieter and quieter. But you gotta figure out there's something out there, you know? We're way out there with big goddamn ears. Makes me think that... Did you hear that? Listen. Strange. Das Signal abschalten. Ja, und wir haben einen Erfolg und eine Tüte. Und jede Menge XP. Sehr schön, sehr schön. So, hier mal kurz die Runen mal beiseite schaffen. So, noch schön ein paar Werkzeugkits gefunden. Kann man auch immer gut gebrauchen. So, und jetzt, was ist drin? Es könnte die Vogelscheuche sein und es könnte die Lieblosigkeit als Kleid oder Übermantel sein. Oh. Ich guck mal. Nein, es ist nicht das. Es ist ein Lederklauenhandschuhe schwarz, die haben wir schon. Ja, die sind plüsch. Pentakelohrringe, die hatten wir noch nicht. Wie, die hattest du noch nicht? Nein. Ich könnte dich damit zuschmeißen. Ja, aber Eukalypta hatten die noch nicht. Die können wir jetzt direkt mal anziehen. Ich glaube, mit dem Hut kann man die sogar sehen. So, kann man die sehen? Nein, nicht kann man nicht. Also wir haben was gekriegt, was man nicht sehen kann. Ja, deine Frisur ist da zwischen. Ja, ist genauso wie bei dem letzten hier, was war das für ein Event gewesen, das Geburtstagsevent, wo ich ihr hier so eine Augenklappe gekriegt habe und die genau auf der Auge ist, was sonst unter der Frisur ist. Oh, da war die Augenklappe. Oh, shit. Und ich war nicht dabei, weil ich das Spiel da noch nicht kannte. Oh. Ich wollte die Augenklappe. Tja. Das ist so ein Musst Teil. Du warten bis zum nächsten Geburtstag. Ja, nächstes Jahr. So. Wo müssen hier auf einmal so dunkel? Ja, der Raum ist immer so düster. Da ist doch er hier gerade von der anderen Seite gewesen, hat hier nochmal ein paar Wellen gespawnt. Die mich angegriffen haben. Genau. Das findest du lustig. Ich hab das schon verstanden. Ja, und jetzt haben wir noch eine halbe Folge Zeit und was machen wir so lange? Gute Frage. Was könnte man noch machen? Ja. Die anderen Sachen sind wieder so zeitintensiv, weil du eben so viele Sprünge machen musst. Die sind deswegen so zeitintensiv, weil meistens muss Eukalypta auf mich warten, weil ich eine kleinere Leitung habe und dann sind die Screens einfach, die Ladebilder, die dauern endlos. Jo. Das sieht man nicht. Ja, ich merke das schon. Aua! Ich bin noch nicht wirklich draußen und bin dann schon im Kampf. Wir könnten ja mal runter zur hier zur Savage Coast nochmal und dann mal versuchen, diese Katzendämonen da zu erwischen. Ja, das können wir machen. In 12 Sekunden habe ich wieder Agatha-Port. Ich in 5, 4, 3, 2,
Eins. Zünden. Was ein Bild. Dann zeigen wir das nämlich auch nochmal, wo die Katzenviecher da angeblich rumspawnen. Pass auf, und jetzt der Show-Effekt zeigt jetzt, dass da keine sind. Nein, das kann nicht sein, weil die sind da. Ich habe da jetzt tagelang immer wieder gehauen, um eben zu gucken, ob ich nochmal irgendwie was kriegen könnte, was ich noch nicht habe. Mhm. Aber die sind da immer. Wenn ich eben stehend, dann spawnen die durch diesen Effekt, den Buff von anderen Mobs. Was wir auch nochmal machen könnten, ist die Instanz von dem Katzendämon. Ja. Ja, lass doch die mal zu zweit. Weil da kriegt man ja wenigstens was am Ende. Aber auf normal dann. Oder? Ja, auf normal. Ja, auf hart weiß ich nicht, ob du das hinkriegst. Wo war die nochmal? Die war in Blue Mountain, ne? Also auf hart, da wird's schon hart, weil ich nicht wirklich viel Leben habe, aber das ging ja alles auf Damage. Mhm. Ach, mein Und wir haben keinen Tank. Ich habe keinen Tech-Equip. Ja, ich auch nicht. Deswegen lieber auf normal. So, wo mussten wir da nochmal hin? Hier zum heiligen Stätte der Wabanaki, ne? Dann nimm aber auch die Quest vorne erstmal an am Steinchen. Ja. Also kein Loot. Ach, hier lungern schon Leute rum. Hier die komischen Illuminaten. Let's Play Affe. Machst du auch Let's Plays, du Affe? Und hier kommt gerade jemand raus, nämlich Rip Girl. Wow, Rip Girl. Okay. So, das Portal betreten. Soll ich mal rein? Oh, hier tanzt jemand nackig. Der Let's Play Affe tanzt in meinem Let's Play affig und nackt. Willkommen, Let's Play Affe. Gut. Rein da. Und dann werde ich mein Equip nochmal ändern. Ja, ich bitte drum. Also sonst wird das ein Dauergewipe von mir. So. Kann ich nämlich auch direkt, obwohl ich. Es wird wahrscheinlich nicht viel Unterschied machen. Hm? Die Kralle, die ich hier letztes Mal gekriegt habe, die habe ich jetzt, glaube ich, schon an. Ne? Habe ich die an? Ja, habe ich an. So, hier wollen wir nicht dran, ne? Nee, wir wollen ihn ja besänftigen und ich, jetzt, so, was ist denn das da? Nein, das will ich nicht. Das habe ich gerade angelegt. Was sagst du dazu, Tentakelkatze? Werden wir das schaffen? So ganz ohne Lesrak und ohne Grezzard und ohne Villandesh? Ich hoffe es mal. Ja. Ich suche noch mal kurz meine Sparky. Sparky? Ja, ohne Sparky kann ich das nicht machen. Meine Buffs halten auch noch genau eine halbe Stunde hier. Das wohltätige Stärkungsmittel, das mir der Bierfalken mal gegeben hat. Muss ich ja sparsam mit umgehen, habe ich nur noch 6 Flaschen von. Oh wei.
Das ist cool, dann kriegt man plus 120 Angriffswert, plus 120 Heilungswert, 470 maximal Gesundheit dazu und das für 60 Minuten. Lecker. Also, Sparky ist dabei. Yay. Yay. Für alle, die es nicht wissen, Sparky ist eine Drohne. Ja, die hat den Namen Sparky gekriegt. Weil sie Effekte wegmacht. So, ich nehme dich mal als Defensivziel. Da ist Sparky. Kann jetzt eben nur ein bisschen länger dauern. Nein, ach, es geht aber, oder? Ja, eigentlich würde er schon längst liegen. Wenn? Wenn ich Sparky nicht drin hätte. Ja, aber es ist ganz gut für die, die machen Befallen-Effekte, ne? Ja, den Blutungseffekt und der ist ätzend. Das ist der nächste. Und Sparky heilt, glaube ich, auch noch ein bisschen. Ja. Ah. 31 oder bist du das? Ich heile mir die ganze Zeit immer zu viel. Ja, ich krieg hier so viele Heilmod-Anzeigen. Deswegen kann ich das jetzt so nicht sagen. So. Wo ist der nächste? Momentan läuft's für uns noch besser, als wir mal zu zweit hier mit den anderen Charakteren reingegangen sind. Na, da warst du ja auch Tang und ich war da nur DD. Wie ist das sein übersehen innen? Ja, im inneren Kreis, ne? Achso, du hast erstmal außen noch. Ich gucke gerade im Außenbereich. Aber außen haben wir alle weg. Mehr. Dann nur noch im inneren Kreis, okay. Zwei Stück innen, ja? Mhm. Wenn man das auf schwer macht, kriegt man ja immer noch so ein tolles Item. Das kann man jetzt natürlich nicht. Nee. Da ist er aber auch ein bisschen fieser. Also. Da ist es schon besser, wenn man zumindest zwei andere noch dabei hat, weil damit der Schaden da ist und man die Phasen, wo er da ist, wo der Katzengott frei ist, einfach schneller um hat. Momentan geht es ja auch eigentlich nicht so. Das wird jetzt gleich interessant, wenn wir jetzt vielleicht in die anderen Gruppen wechseln von Katzen. Dann können wir auch hier gleich erstmal hinter mir, hinter die eine Säule. Weil dann haut er dir nämlich nicht diesen ein. Genau den. Oh, das hat mir jetzt eigentlich. Dir mal Ernte und Saat rein. Aha. Zack. Absaugeffekte vor so hin. Elftreffer. So, ah, den hab ich selber kurz heilen. Na, läuft doch. Man ist ja auch gewohnt, wenn du mit deiner Freundin zusammenfließt, sie hat ein ähnliches Gefühl. Genau. Und auf euch kann ich mich immer sehr gut verlassen, deswegen brauche ich da nicht wirklich irgendwie viel Mitteilung bei mir reinbauen. Ja. Dass ich dann wirklich mehr die Gruppe unterstütze mit meinen Schaden. Hat die eigentlich auch Clown als zweites? Ja, die hat ja einen Mönch gespielt. Genau.
Profil. Ich hab den Mönch auch noch nicht fertig geskillt, weil ich vorher andere Sachen geskillt habe. Erfahrungspunkt. Mhm. Ja, mit meiner kleinen Drachen ist das auch gerade. Ich weiß nicht so wirklich, was ich eben skillen will. Ich habe den Ninja angefangen und mache aber nebenbei eben weiter auf Elementar und Pistolen, weil das mir eben liegt. Ja. Du kannst da ja auch mal auf Blut Elementar gehen. Ja, das habe ich dann auch und in diesem Moment so verskillt, dass ich da auch nicht wirklich weiß, was ich eigentlich machen will und das macht mir heute nicht wirklich Spaß. Was eigentlich gut ist ja an Secret World, man kann sich eigentlich verskillen. Ja, aber im Moment nützt mir nichts von den Skills, um was Effektives alleine machen zu können. So meine ich das. So, hier ist eine Pause. Ich glaube, das ist super. Oh, yeah. Das ist überhaupt kein Thema hier. Ich glaube, das kann man relativ easy. Easy peasy. Mhm. Ohne dass ich meine Flügel benutzen muss. Du kannst ja am Ende mal den Zuschauern zeigen. Aber du hast auch schwarze Flügel. Ja, ich habe auch schwarze Flügel. Oh. Das ist gut. Warum immer in meine Richtung? Ich tue doch gar nichts. Du mehr Heilung gespielt wird. Geht eben Akro. Autsch. Was ist? Ich muss nicht wissen, was ist. Musst du doch tatsächlich auf einen Faustheilungsskill überziehen. Ja, gar nicht. Nee, das geht echt nicht. So, nächste Phase. Ich bin jetzt weiter außen alle nur. Ja, alle außen. Alle außen? Alle außen. Ich sprich mal das nicht wirklich Seede aus, weil ich gibt's auch Leute, glaube ich, wenn ich mich wirklich erinnere, das Rollenspiel, was ich spiele, ist ähnlich, da heißt es Schiebe, Ski ausgesprochen. Okay, au, 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 au. Oh. Ah, hat es mich neben Target. Ja. Ich hab nichts zu tun. Ein Thema, ich bin nicht gedacht. Ja, das ist ah, immer schön. Ich kann. Ja, anders kann ich das, obwohl ich kann die Aggro nicht halten. So, jetzt wieder umstellen. Und nein, Lesrak, Karl ist nicht dazwischen gesprungen, er ist nämlich nicht da. Ich habe übrigens gehört heute von der Terra, dass der Lesrak seinen Charakter, den Malael, umbenannt hat. Lesrak da. Ja, hat er. Aber angeblich gibt es den anderen Charakter, der jetzt hier angefangen hat, auch noch. Hoffentlich macht er den auch mal wieder weiter, sodass er nur auf einem Stand ist hier mit Eukalypta.
ist, glaube ich, rechts von dir ist noch einer. Ja, ja, ich guck nochmal ganz kurz. Ich glaube, das ist nämlich der letzte. Ja. Der gute Lichten-Bomont vorbei. Ja, wird eben. Ich hatte dasselbe Problem, was er hatte mit dem Bomont, mit meinem Tank, später in Tokio auch nochmal. Dass ich nicht genug Schaden gemacht habe. Also da muss man wirklich sein ganzes Equip umstellen. Das ist echt ein bisschen nervig. Kann ich nicht voll nachvollziehen. Meine. So. Aua. Was ist denn schon wieder? Na. Hey. Immer auf die Kleinen. Aua. Oh nein! Tot. Verdammt. Shit! So schnell konnte ich das Ziel nicht mehr wechseln. Da gibt es auch Tasten für. Ja, ja. Aber ich bin Tastenkrüppel. Und Orientierungskrüppel und Springkrüppel. Jetzt kannst du gerade nicht reinlaufen. Weil hier wieder Suppe. Oh, jetzt wieder. So. Ich mach mal Ernte und Saat. Kannst du mich selber heilen. Hey. Schon ist sie wieder voll. So muss das auch sein. Hat noch mal eine Phase. Ja, schön, da, den da. Jetzt haben wir wieder aus mit Innenwelche. Ja, das muss doch jetzt die letzte Phase sein. Ja, ist auch die letzte Phase. Dann nur noch ihn ein bisschen knüppeln. So, jetzt gehen wir erst nach außen. Genau. Du hast hinter dir auch einen. Oh oh. Ja. Zwei gleichzeitig. Das ist cool, ne? Wenn man so viel Schaden macht, kriegt man auch so viel Leben wieder dazu. Ja, der ist echt nicht schlecht. Wie wir merken. Oh, es geht der eine auf mich. Ja. Problem ist aber, dass ich immer noch 20% mehr Schaden kriege. Ich habe diesen Faustskill immer drin, den mehr Schaden reindrückt und ich mehr Schaden mache. Hey. Das ist 20%. 10% kriege ich mehr Schaden und 20% mache ich mehr Schaden. Mhm. Der einzige Skill aus Faust, den ich benutze. Da ist noch einer außen. Ja. Genau, den wollte ich nicht. Ich glaube, da steht noch einer außen. Der Mann gar nicht. Dann laufst du hier.
Schön. So, jetzt noch die Inn. Ich darf mal an dem vorbei. So. Ich finde, du machst dich gut als Tank. Ja, ja. Lass mich raten. Ich soll jetzt demnächst Tanks genug mir Tankzeug suchen. Brauchst du gar nicht. Du machst das als DD-Tank. Brauche ich nur noch ein bisschen mehr Trefferwertung und noch eben mehr Trefferwertung. Ja, damit ich auch schön die Akku hier von Viechern. Das heißt, du hast doch schon so ohne Ende Treffer. Nein, Moment, nicht wirklich. Ich? Nee, 662. Ich hätte ja schon mal über 750. Aber dann habe ich mir ja noch mal ein bisschen Durchdringen mit reingenommen. Achtung, er ist wieder da. Aua. Und Saat. Aua. Ja, auf das Leben. Ach, komm schon. Gleich müsst ihr doch hin sein. Da kommen wir mal Flügel. Ja, da ist er. Yay, yeah, da waren die Flügel. Ja, das Video kennen wir ja schon. Ja. Gucken wir uns lieber nochmal Terras Flügel an. Schick, schick. Ja. So, und dann schauen wir mal, was wir in unserer Tasche drin haben. Ah. Schönes, eine weitere Tasche und düster Zaubervampir. Huhu. Aussieger Glamour, mumifiziertes Königtum. Yay. Hey. Das hat sich ja gelohnt. Total. Ja, also es gibt schon schönere Sachen, aber es ist so, das Teil kannst du nicht verkaufen, hast nur für 20 Minuten dein Kostüm an und dann ist die Tasche wieder weg und das ist so, ja. Wenn man das eben die ganzen 3 Wochen durchgemacht hat und man sich eben noch erhofft, irgendwie andere Kostüm-Kleidungsstücke zu kriegen, ist das so ein bisschen fad, ein bisschen traurig. Ja, das ist richtig. Na gut, jo, dann sagen wir hier aus der Dimension des Katzengottes auch mal tschüss. Ja, nicht wahr? Schönen Abend, bis schönen Tag noch. Genau, bis zum nächsten Mal. Have fun. Tschüss. Now,